Wir kommen zu einer weiteren Übung aus dem Bereich der Koordination, die bei uns im Videoportal immer weiter heißt. Ursprünglich war sie wie folgt aufgebaut. Hier stellen sich wieder mehrere Spieler an. Da drüben oder auch neben dem Tor links, das ist jetzt eigentlich gleichgültig, hätten wir noch einen Anspieler. Wir platzieren jetzt den Spieler auf jeden Fall rechts davon, dass wir hier auf der linken Seite eben diese Abstände einhalten können. Ursprünglich war es so gedacht, dass der Spieler hier andribbelt, macht jetzt hier eine Schussfinte, geht dann mit Ziehen, Fußwechsel raus, schießt den Ball mit dem rechten Fuß aufs Tor und bevor er den zweiten Ball bekam bei dieser Übung, sprintete er um dieses gelbe Hütchen rum, kurzer Antritt, damit man eben einen kurzen Antritt hat, aus dem Bereich der Schnelligkeit und bekommt jetzt den zweiten Ball zugespielt. Annehmen, Tor schießen und dann würde er zum Anspieler werden. Das würde jetzt bei diesen Corona-Regeln mit dem Anstehen ein bisschen zu lange dauern. Deswegen tun wir es weg und stellen das Hütchen hier vorne an der gelben Linie, an der blauen Linie hier auf. Also hier ist eine blaue Linie. Denn wir verlagern den Antritt quasi zeitlich, den wollen wir ja trotzdem haben, einfach nach hinten. Das heißt, der Spieler dribbelt an, macht diesen Trick, die Trickkombination, Schussfinte, ziehen, Fußwechsel, schießt aufs Tor, bekommt gleich den zweiten Ball und erst im Anschluss danach, bevor er sich hinten als Anspieler anstellt, macht er einen kurzen Antritt weg zum gelben Hütchen. Ich mache es kurz mal vor. Also hier anschieben die Kugel, Schussfinte, dann der Fußwechsel, jetzt der erste Torschuss, dann kommt sofort der zweite Ball. Ich gehe weiter nicht weiter nach vorne, sondern ich bleibe ungefähr da stehen, schieße nochmal aufs Tor und bevor ich mir jetzt den Ball hole, bevor dann der Korb wieder rüber geht, mache ich einen kurzen Antritt nach vorne, habe diese 3-4 Meter Antritte, hole mir jetzt den Ball dann zum Anspieler. Ich verlagere also diesen Antritt einfach zeitlich nach hinten. Dann können in der Zwischenzeit auch alle weiterrücken und wir müssen nicht gar so lange hier warten. Hab den Ball, schießen wir ins Tor, den brauchen wir nicht. Josef hat den Ball. Josef, du rückst da vorne. Okay, Corby, bist du fertig? Okay, dann legen wir los. So, okay, Josef, legen wir los. Auf geht's, ab. So, anschieben, Schussfinte, Fußwechsel. Alle rücken eins weiter hier. Hopp, Torschuss scharf, scharfer Pass. Und zu gelb Antritt, Josef. Zu gelb Antritt. Zack, 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 zack. So, und los geht's, Corby. Anschieben, alle rücken eins weiter. Hopp. Torschuss stehen bleiben, Corby. Josef, zweiter Ball. Kini noch warten. Tempo und Antritt zu gelb, Corby. Tempo, komm. Sehr gut, super. Alle rücken eins weiter. Fußwechsel. Hopp. Kini geht 2 Meter zurück. Scharfer Ball, Corby. Xaver noch warten. Annehmen, lenken und zu gelb antreten. Antreten. Komm, Tempo, Tempo, Tempo. Alle Rücken eins weiter. Xaver legt los. Auf geht's. Hopp, komm. So, Schussfinte rechts. Fußwechsel vorlegen. Rechter Fuß, Xaver, stehen bleiben. Scharfer Ball. Kurz lenken auf den starken linken und danach zu gelb antreten. Zu gelb sprinten. Sprinten, sprinten, sprinten. Sehr gut. Und austraben und zum Anspieler werden. Gut, Maxi. Super. Leg vorbei am Hütchen beim nächsten Mal, bitte. Torschuss. Zweite Kugel, stehen bleiben, Maxi, nicht so nah hin. Kurz annehmen und zu gelb noch einen kurzen Antritt. Komm, Tempo. Gut. Los geht's, Josef. Josef, nochmal. Hopp. Hopp. Fußwechsel. Hopp. Zweite Kugel anspielen. Kurz lenken. Hopp. Und warte noch, Corby. Jetzt legen wir los. Auf geht's. Vorbei. Andribbeln. Hopp. 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 Tempo. Rechter Fuß. Josef schnell zum Spieler werden. Zweiter Ball. Annehmen, Kili warten kurz, kurzer Antritt und auf geht's noch einmal. Corby, auf geht's, schnell zum Anspieler werden. Hopp, Xaver, warte. Komm, spiel den zweiten Ball noch scharf hoch. Gut, einmal kurz lenken, sehr gut. Und gelber Antritt, zu gelb, komm, Tempo. Und stopp, stehen bleiben. So, das war's auch schon. Und so kann man das jetzt wieder weiterspielen. Wir haben also nur eine Kleinigkeit umgebaut. Wie gesagt, die Kinder müssten jetzt oder die Spieler müssten hier relativ lange anstehen im Vergleich zu früher. Was aber auch okay ist in dem Fall, weil sie noch diesen kurzen Zwischensprint haben. Schnell den Ball holen, schnell sich hinstellen. Also eine Belastung ist ja trotzdem auch da. Und damit haben wir dem Schnelligkeitsmerkmal dieser Übung, dieser kurze Antritt, kurze kleine schnelle Bewegungen, dem haben wir hier Rechnung getragen. Und die Abstände haben wir auch eingehalten und dann ist ja auch alles wunderbar.